Hallo meine lieben Schützen, in dieser Legung schauen wir uns euren Arbeitsbereich an, was hier für meine Schützen kommt. Zuerst beginne ich mit den großen Arcana-Karten. Ich möchte hier wissen, was hier für die Schützen im Arbeitsbereich kommt. Die Sonne, und die Mäßigkeit. Ich habe sowieso das Gefühl, bei den Schützen, die Schützen sind irgendwie so Glückssternzeichen. Also ich bekomme meistens die besten Legungen bei den Schützen, habe ich das Gefühl. Okay, das sieht aber wundervoll aus. Wir haben hier die Löwe-Energie und die Schütze-Energie. So, was kommt hier für die Schützen im Arbeitsbereich? Wir haben hier den Park. Ja. Das ist hier Stier, Jungfrau und Steinbock. So, bitte noch eine Karte. Okay. Also gut, wir haben hier noch die Bergkarte. Das ist dann auch, also die Erdzeichen Energien, Stier, Jungfrau, Steinbock. So, meine Lieben, ich sehe hier Erfolg. Ja, irgendwas Erfolgreiches kommt hier rein. Hier auf dieser Seite würde ich sagen, dass man durch diesen Erfolg, durch diese viele Arbeit, wenig teilnimmt am Sozialleben. Da ist irgendwie das Öffentliche blockiert. Oder falls ihr hier Kundschaft habt, Kundschaften oder irgendwas in der Öffentlichkeit ist blockiert. Ja, aber es kann auch einfach sein, dass es bedeutet keine Freizeit. Also man hat jetzt einfach, weil man hier so viel Erfolg hat und alles so toll harmonisch verläuft, kümmert sich man mehr um die Arbeit und das Privatleben oder das soziale Leben. Das ist eher jetzt nicht so wichtig, ja. Aber wir schauen uns mal diese Sache genauer an. So, was kommt hier für die Schützen im Berufsbereich? Der Turm umgedreht, Ritter der Münzen, sechs Münzen. Und wir haben hier König der Kelche. Ich würde sagen, du willst im beruflichen Bereich irgendwas vermeiden, irgendwas verhindern. Ja? Es nicht zum Absturz bringen. Ja, du möchtest es hier vermeiden, verhindern, abwarten, genau schauen. Ich sehe das auch hier mit dem Ritter der Münzen. Nein, nein, lieber vorsichtig, lieber langsam, lieber verantwortungsbewusst vorangehen, ja. Da hier etwas unfair ist und ich denke, das möchtest du nicht. Du möchtest hier tolerant, diplomatisch vorangehen, ja. Ja, ich weiß nicht, was du hier vermeiden möchtest. Hier sind natürlich Blockaden aus der Öffentlichkeit. Okay, dann lass mich mal weiterschauen. Mehr Details, was hier im Arbeitsbereich für die Schützen kommt. Okay, irgendeine Sache macht euch hier aber traurig. Ja, fünf Kelche, wir haben die acht Münzen umgedreht. Was noch? Ass der Münzen, eine nehme ich noch bitte. So, das ist hier aber auch umgedreht. Die zehn Stäbe und die vier Schwerter haben wir hier noch. In irgendeiner Sache möchtest du es langsam angehen. Auch hier würde ich sagen, hier wird nicht ganz fest an irgendwas gearbeitet, eher so reduzieren,
um mehr Stabilität zu bekommen, ja, und sich auch nicht zu sehr in Stresssituationen zu bringen. Nein, für euch ist es wichtig, es langsam anzugehen, friedlich anzugehen, ruhig anzugehen, langsam anzugehen, sich eventuell noch eine Pause gönnen, ja. Okay, das habe ich mir jetzt so gar nicht gedacht, wenn ich mir das jetzt in den unteren Bereich anschaue. Es kann tatsächlich sein, dass es euch im Arbeitsbereich nun wichtig sein wird, mehr Harmonie, mehr Entspannung, mehr Urlaub, mehr Zufriedenheit zu haben. Dass du hier keine Freizeit mehr hast oder aus der Öffentlichkeit dich rausgezogen hast, gerade weil so viel Arbeit ist, so viele Probleme, so viele Aufgaben. Ich denke, das ist dir bewusst und das möchtest du hier verändern. Du findest es unfair. Du möchtest eher schauen, dass es dir gut geht, langsam angehen und auch Burnouts vermeiden. Ja, also ich vermute, jetzt komme ich so langsam mit den Karten darauf. Mit den ganzen Botschaften, ja, es hat einen einfach traurig gemacht. So geht es nicht mehr weiter. Ich möchte hier etwas verändern. Ich möchte hier nicht arbeiten, arbeiten, arbeiten und so viel arbeiten. Nein, ich möchte mal faul sein, langsam angehen. Ja, und ich möchte einfach mehr Stabilität in meinem Leben. Ich möchte hier nicht Stress, Stress, Stress. Nein, ich möchte hier für mich Verantwortung übernehmen und mir eine Ruhezeit, Pausezeit gönnen. Ich glaube, das ist es, meine Lieben. Ja? Schreibt mir mal gerne rein, ob es auch so, so ungefähr ist, ja, bei euch gerade. Aber das ist es. Es geht eigentlich mehr um euer Wohlbefinden. Ihr möchtet es langsam angehen im beruflichen Bereich. Ihr habt Ruhepausen, Zeit für euch. Ja, gibt es hier sonst noch was im beruflichen Bereich? Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, dass ihr euch dafür entscheidet. Ja, das Wohlergehen ist immer wichtig. Gibt es hier sonst noch was? Ja, die Familie ist wichtig. Es ist wichtig, einfach Dinge für sich selber zu tun, für die Familie, mit der Familie. Okay, also es geht hier eher in die Richtung, ja, wahrscheinlich habt ihr auch viel gearbeitet, viel verdient, eine gute Position und jetzt geht es einfach nur darum, ja, es sich gut gehen lassen, auch mal hier Stopp zu sagen, nein, ich kann Samstag nicht kommen oder wie auch immer, ich habe hier was vor mit meinen Kindern, ja, Kinder hier, es kann sehr gut sein, okay. Was regt denn die geistige Welt trotzdem noch? Also gibt es hier trotzdem noch einen Ratschlag, obwohl ich diesen Weg sehr toll finde? Ja. Der Mond, was gibt es hier noch als Ratschlag für die Schützen? König der Schwerter, was noch bitte? Was ist hier der Ratschlag? Du musst hier aus den Unsicherheiten, aus dem Angstgefühl, aus Unwahrheiten und irgendwie immer, ja, mache ich, natürlich, ich mache das, da musst du mal rauskommen. Es geht hier tatsächlich mehr um deine Zufriedenheit, die Mäßigkeit ist auch die Schütze-Energie. Es geht einfach darum, dass du hier erkennst und Schritte in diese Richtung gehst, dass du Zufriedenheit hast, ja, dass du hier arbeitslos oder so wirst, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, dass du dich von der Beschäftigung, du hast viel, viel Beschäftigung und von dieser Sache eine Pause machst. Okay, also gut, das war der Ratschlag. Ist der Schütze hier auf dem richtigen Weg, einfach es langsamer anzugehen? Moment, lass mich die anderen Karten. Ja, was ist hier das Ergebnis, wenn jetzt wirklich der Schütze diesen Weg einschlägt? Langsam machen, mehr Pausen, auch mal faul sein. Ja, was ist dann das Ergebnis im beruflichen Bereich?
Gibt es dann hier eine Veränderung oder irgendetwas? Fünf der Kelche. Ja, es gibt eine Veränderung. Ja, fünf ist nämlich auch eine Veränderung. Ich denke, dann hast du einfach Zeit, um zurückzublicken. Ja, ich würde fast sagen, es geht darum, dass du hier einfach so eine Erkenntnis bekommst. Mein Gott, was habe ich davon? Was habe ich davon, so viel Stress zu haben, so viel zu arbeiten? Ja, und andere Leute, die ich hier lieb habe, zu Hause alleine zu lassen oder mich nicht um meine Kreativität zu kümmern. Ja, ich denke, das, was es dir bringen wird, ist eine Veränderung, ist Bewusstsein, ist eine Erkenntnis, dass es so nicht mehr weitergeht. Okay, was ist sonst noch das Ergebnis von dieser Ruhezeit, von diesen Stillständen, von dieser Erkenntnis? Was ist es noch im Berufsbereich? Was kommt dann im Berufsbereich, wenn jetzt die Schütze diesen Weg geht? Ich brauche hier nochmal eine Karte, bitte. Schon wieder König der Schwerter, umgedreht. Es geht darum, die Kontrolle aufzugeben. Ja, ich werde, ja, ich bin hier Chef, ich bin hier Sekretärin, ich bin hier sowieso, nein, die Kontrolle, es geht darum, wirklich die Kontrolle aufzugeben, für dein Wohlbefinden. Meine lieben Schützen, schreibt mir gerne rein, ja, ob ihr da mit dieser Legung was anfangen könnt. Ich danke euch. Alles Liebe.